Sommerferien in der Schweiz, grüezi auf der Alp. Ich lasse hier oben weiterhin die Seele baumeln im Muttertal. Das ist ja das Gute an unserem Land. Man kann sich jederzeit nach oben verziehen, weg vom Getriebe in den Tälern, rauf in die Ruhe der Berge. Unser diesjähriges Motto der Sommerserie lautet denn auch Charme des Primitiven. Diesem Charme ist irgendwo da hinten, hinter dem Gotthard, im Tessiner Dörflein Ordo, ebenfalls einer erlegen. Einer, der weiß, dass auch Arbeit Genuss sein kann, nämlich dann, wenn man die Arbeit macht, die man machen will. Die Gunst der Berge muss man sich verdienen, die bekommt man nicht einfach so. Wenn du mit den Bergen leben willst, musst du sie zuerst besteigen. Das ist anstrengend und kann wehtun. Du musst hart sein, denn hier oben musst du viel aushalten. Aber es lohnt sich. Ich bin ein echter Jurassier, glaube ich. Ich bin ein bisschen von allem. Tessiner, Westschweizer, vor allem Westschweizer. Und zum Teil auch Deutschschweizer. Bevor ich Bauer wurde, war ich Maurer. Es war ein sehr technischer Beruf. Ich hatte nur mit Beton zu tun. Jetzt ist es das Gegenteil. Ich habe nur noch mit den Tieren und der Natur zu tun. Es war eine große Veränderung. Seit 17 Jahren lebe ich hier oben, das ganze Jahr über. Das erste Steinhaus habe ich vor 30 Jahren gekauft. Das war eine fantastische Sache. Ich habe einen toten Ort wieder zum Leben erweckt. Es gab auch keinen Weg hier hoch. Odro war ein vergessener Ort. Jetzt ist schön anzusehen, wie alles wieder lebt.
Die Energie liegt in meinem Charakter, im Temperament. Man muss einfach etwas tun. Man darf sich nicht zur Ruhe setzen und nur noch auf die Pensionsgelder warten. Vorsicht mit dem Kopf. Früher waren die Leute kleiner. Hier oben braucht es Alleskönner. Maurer, Holzfäller, Klempner, alles. Man ist Bauer und manchmal auch Hotelier. Canobbio liegt ganz da hinten. Dann kommt der Lago Maggiore und hier fließt die Maggia in den See. Hier sieht man die Staumauer und den Lago di Vogorno. Und hier kommt einer unserer Esel, der uns nur stören will, nicht wahr? Kommst du uns stören? Wir haben Glück, hier zu leben. Es ist wie im Paradies. Die ehemaligen Besitzer wollten mir ihre Steinhäuser zuerst nicht verkaufen. Sie dachten, ich wäre Deutschschweizer. Außerdem hängen sie an den Häusern, denn ihre Eltern und Großeltern haben darin gelebt. Hier ist ein Originalbett von damals. Es ist sehr wertvoll. Wenn es reden könnte, würde es spannende Geschichten erzählen. Hier ist noch die Bettwäsche. Die haben sie einfach liegen gelassen. Wenn man überlegt, dass die Menschen, die hier lebten, die Wäsche dahin gehängt haben, und nun hängt sie immer noch dort. Alle Objekte hier haben eine eigene Geschichte. Wenn du hier hineinschaust, siehst du alte Briefe mit alten Adressen. Man findet auch das hier, die Stimme des Pfarrers. Jedes Objekt hat seine eigene Geschichte. Mit diesen Vorhängeschlössern mussten sie wohl ihre Häuser abschließen, damit ihnen nichts gestohlen wird. Ihr Heu zum Beispiel. Sie besaßen nichts, außer diesem Heu, um ihre Tiere zu füttern. Das war ihr großer Schatz. Das weckt Erinnerungen. Als ich vor 30 Jahren hier ankam, waren alle Steinhäuser in diesem Zustand. Da musste ich mir genau überlegen, was ich damit anstellen will. Ich musste alles wieder aufbauen und restaurieren. Dazu brauchte es Mut und natürlich auch Geld.
Dabei geht es hier vor allem um ideellen Reichtum. Dein Geldbeutel ist leer, aber du bist glücklich. Es macht Spaß, Gäste aufzunehmen. Es ist aber auch eine Notwendigkeit, um Geld zu verdienen. Auch in Odro muss man Geld verdienen. Wir müssen immer mit dem Kopf aufpassen. Ist alles sehr niedrig. Wir haben drei Häuser. Eins für drei Personen, eins für zwei Personen mit einem Bücherzimmer und eins für 5 bis 6 Personen. Und dann auch ein Schlafsaal für 16 Personen. Die Dusche ist draußen. Wenn die Sonne scheint, könnt ihr warm duschen. Sonst ist es etwas kalt. Es ist so schwer, allein würde man es nicht schaffen. Ich brauche Freiwillige, die mir helfen, die Arbeit zu machen. Der Schemel kommt dahin. Und jetzt zur ersten Lektion. Wenn du eine Ziege melkst und sie fängt an, aua, aua, aua zu rufen, dann hast du einen Ziegenbock erwischt. Ganz sutrum lang, right? Ja, die lange Finger. Finger. Ja. Zue, use drücken. Zue, use drücken. Das use drücken ist dann wichtig. Aber da oben zu lassen. Chris war eine von vielen Freiwilligen, aber sie war ganz speziell. Sie kam letztes Jahr zu Ostern, um mir zu helfen. Dann hat es gefunkt. Daraus wurde eine Liebesgeschichte. Und heute ist sie meine Frau. Sie war Apothekerin, bis sie ihre Apotheke aufgelöst und ihre Arbeit aufgegeben hat. Und dann ist sie Bäuerin geworden. Ich habe mich hier, wo ich hergekommen bin, habe ich mich gleich wohl gefühlt. Gleich irgendwie zu Hause gefühlt. Es hat mir alles gut gefallen. Die Natur, die Tiere, die Menschen, Louis. Ich habe mich gleich in die Gegend verliebt. Zuerst in die Gegend. Der Mann kam später.
Es gibt nicht mehr viele Ziegen der Nera Verzaska Rasse. Sie verschwinden langsam, weil sie nicht viel Milch geben. Im August kommen sie oft nicht zurück. Sie laufen weiter bis zum Pizzvogorno auf 2400 Meter und im Winter sind sie wieder da. Wir haben uns für diese Rasse entschieden, weil sie von hier stammt. Sie gehört zum Tal wie unsere kleinen Steinhäuser, wie alles hier. Es entspricht unserer Lebenseinstellung, dass wir sie behalten. Es fehlen noch drei. Es wird ihre letzte Reise sein, die erste und die letzte. Am Schluss werden sie in einem Transportwagen zum Schlachthof gebracht. Das ist leider so. Nach Odro kommen nur sympathische Leute. Zuerst die freiwilligen Helfer, dann die Wanderer. Der Berg sortiert sie dann, sozusagen. Die Leute hier sind wie eine große Familie und sehen sich immer wieder. Für mich ist Jean-Louis ein guter Freund. Als er beschlossen hat, für immer hier oben zu leben, dachte ich, der spinnt. Ich habe gewettet. Er würde es höchstens ein Jahr aushalten. Ich habe aber die Wette verloren. Das ist das traditionelle Getränk der Tessiner? Ja, willst du ein bisschen? Ja, aber nicht so viel. Wie geht es? Gut, jetzt, wo wir da oben fertig sind. Auch du wirst älter. Wer, ich? Luigi,
Jean-Louis kann immer noch so hart anpacken wie früher. Und das mit den alten Geräten. Es ist aber weniger anstrengend, weil ihm Studenten helfen. Früher arbeitete man in der Familie zusammen. Man machte alles per Hand. Es war viel anstrengender. Er hat mich mal gebeten, ihm beim Heuen zu helfen. Da habe ich Nein gesagt. Ich habe es als Kind immer machen müssen. Jetzt will ich es nicht mehr. Ciao, Jean-Louis. Bis zum nächsten Mal. Bleib anständig. Du auch. Und lass mir etwas Wein übrig. Es wäre hier anders, wenn Jean-Louis nicht mehr da wäre. Wenn ich bedenke, dass nicht mehr so viele Leute vorbeikommen. Er kommt mit den Eseln vorbei, um mir Brot und alles andere zu bringen. Für mich wäre vieles anders ohne ihn da oben. Zur Arbeit. Zum das Heu zusammennehmen, weißt du? Und dahin gegen die drei Zinken, die ist einfach so. Wo ist Aldo? Da bist du. Gebe ich dir einen großen Rechen, Aldo? Nein, einer mit drei Zinken reicht mir. Das Heuen ist die härteste Arbeit. Man beginnt Ende Juni und macht dann den ganzen Juli weiter. Ich stehe um 5 Uhr auf und heue und heue und heue. Aber so ein natürliches Heu aus den Bergen, das ganz ohne Hilfsmittel produziert wird, ganz natürlich, das ist eine Delikatesse für die Ziegen. Es ist als Ganzes betrachtet schön. Du arbeitest mit der Erde, du erntest dein Heu für den Winter, Freunde kommen dir helfen. Das alles ist fantastisch. Es gibt ein Familiengefühl. Es lohnt sich wirklich. Ich möchte sehen, wo unsere Ziegen sind. Da sind sie nicht. Sie sind gestern weggelaufen, als wir sie losgebunden haben, und nun kommen sie nicht mehr zurück. Norman ist auch nicht da. Ecco l'occhio.
Che Maometto non va alla montagna, Maometto è venuto qua. Però non pieno, pieno. Grazie mille. Giovanni, grazie. La moglie, ti ricordi? Woran erinnerst du dich, Giovanni? Welche Erinnerungen hast du von früher? Es war hart. Schwere Entbehrungen. Sehr schwere, nicht wahr? Zum Essen gab es nur Polenta, Suppe oder Milch. Das war's. Ja, so war es. Man war mit wenig zufrieden. Ihr hattet nur die Arbeit und den Hunger. Es war schwer, sehr schwer. Es war schwer, aber die Menschen waren trotzdem zufrieden. Zufrieden als heute. Man kannte doch nichts. Sie kannten nichts anderes und waren bescheiden. Ich hätte schon längst mit allem aufhören können. Es lohnt sich aber, weiterzumachen. Ich fühle mich, als hätte ich seit 20 Jahren kein weißes Hemd mehr getragen. Das nenne ich Lebensqualität. Ich würde es sofort wieder tun, denn es war das Beste, was ich in meinem Leben je getan habe. Ein weiteres Porträt eines glücklich Tüchtigen. Da fragt man sich, ob man überhaupt je wieder talwärts steigen soll. Bis es bei uns soweit ist, dauert es noch 3 weitere Folgen innerhalb unserer Sommerreihe. Nächsten Samstag geht es da um den Geruch der guten alten Zeit und um einen jungen Westschweizer, der einer Ära nachtrauert, die er selber gar nie erlebt hat. Am nächsten Samstag, am 3:45 Uhr. Bis dann.